Vielen Dank, Harald, für die Einladung hier in den schönen Odenwald. Ich würde gerade einen Präsenter abnehmen, dass ich weiterklicken kann. 10.04. Wir haben mit den First Respondern eine Einheit, ohne die die Profis gar keine Chance haben, erfolgreich wiederzubeleben. Und ich habe mich ganz besonders gefreut, dass wir hier eingeladen werden mit der Landesinitiative Löwen retten Leben, weil wir auch unseren Beitrag leisten können, dass wir die First Responder noch unterstützen. Löwen retten Leben in Baden-Württemberg macht Wiederbelebung Schule. Es geht um die Implementierung in weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg. Zuerst für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, warum heißt das Löwen retten Leben? Der eine oder andere denkt bestimmt, das hat mit Tiermedizin zu tun. Nein, der Harald Genzberger ist Notarzt für Menschen, nicht für Tiere. Könnte das bestimmt genauso gut. Aber wir haben das Löwen retten Leben genannt, weil ihr seht oben in dem Wappen von Löwen retten Leben, seht ihr die Stauferlöwen drin. Und verbeamtete Lehrkräfte wissen sofort, das hat irgendwas mit dem Staat zu tun. Und das darf man nicht einfach so verwenden, dieses Zeichen. Das ist richtig, haben wir für gekämpft. Damit wollen wir zum Ausdruck bringen, dass das, was wir hier machen, diese Landesinitiative, damit wollen wir die Profis in den Kliniken, die Rettungsdienste unterstützen. Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass das, was wir machen, nicht nur Wunsch der Notärzte ist, nicht nur Wunsch der Kliniken, der Rettungsdienste, des Roten Kreuzes, allen befreundeten Hilfsorganisationen, die sich hier tummeln. Nein, das ist auch staatlich gewünscht. Und wer gelesen hat, wie dieser Vortrag heute von mir heißt, der hat sich vielleicht ein bisschen gewundert, non scole. Ich habe hier mal ein bisschen was eingeblendet, die Übersetzung unten drunter für die Nicht-Lateiner. Seneca hat den mal ausgesprochen, obwohl ich glaube, der Spruch kommt eigentlich vom Harald. Und der Seneca hat ihn geklaut, aber irgendwie steht es so im Internet. Seneca hat gesagt, non vitae sed scole dissimus. Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Wir haben das ein bisschen freier interpretiert, haben das auch gedreht für uns und haben gesagt, wir wollen in der Schule für das Leben lernen. Das war also auch schon Thema bei den Römern, nicht nur bei uns. Hier haben wir das Ganze gedreht. Was tun wir in den Schulen? Welchen Beitrag können wir leisten? Und deshalb sagen wir auch mit Löwen retten Leben, wir sagen dem Nichtstun den Kampf an, weil wir uns nicht darum gekümmert haben, was wir alles nicht machen können, sondern wir haben gesagt, wo können wir unseren Beitrag leisten. Und das möchte ich jetzt mal zeigen, worin dieser Beitrag besteht. Wenn wir das Ersthelferfenster anschauen, dann findet sich fast jeder, der heute hier zuhört oder zuschaut, wieder. Und wir haben Punkt Minute Null, den Kreislaufstillstand, Notruf, Ausrücken des Rettungsdienstes, Eintreffen der Rettungsfahrzeuge, Eintreffen des Notarztes. Und ihr seht, im optimalen Fall läuft das im 8 bis 10 bis vielleicht 15 Minuten Bereich ab. Wenn wir so lange warten, dann hat der Patient eigentlich keine Chance. Da können wir die besten Notärzte rausschicken. Ihr hört nachher auch noch einen Vortrag vom Dr. Nico Schneider. Der erzählt euch was ganz Tolles, deshalb bleibt auf jeden Fall dran. Die haben keine Chance, wenn wir nicht vorher was machen. Wenn nicht ihr als First Responder hier tätig werdet. Aber wer kann die First Responder auch noch unterstützen? Ihr steht ja im Regelfall auch nicht direkt daneben, aber diejenigen, die direkt daneben stehen, die müssen nicht sagen und dürfen nicht sagen, ich warte, bis die First Responder da sind. Die sind ja auch in 2 bis 3 Minuten. Da verliert man wertvolle Zeit. Der eine oder andere sagt, was 2, 3 Minuten, was soll das? Vielleicht 5 Minuten ist doch nicht schlimm. Das ist schlimm. Wir wissen, dass wir pro Minute, in der wir nichts tun, nach dem Herz-Kreislauf-Stillstand ungefähr 10% der Überlebenswahrscheinlichkeit verlieren. Bei 5 Minuten kann das jeder Schüler nachrechnen, 10, 20, 30, 40, 50. Wenn der Rettungsdienst nach 10 Minuten kommt, fragen mich die Schüler immer wieder, dann sind ja 100% keine Überlebenswahrscheinlichkeit und so ist es auch. Deshalb hatten wir auch so schlechte Ergebnisse bei internationalen Vergleichen. Nicht, weil wir schlechte Notärzte hätten, nicht, weil wir schlechte Kliniken hätten oder schlechten Rettungsdienst. Nein, weil unsere Laien nicht gleich losgelegt haben. Und da haben wir gesagt, da wollen wir was machen. Wir wollen hier im Zeitfenster, im Ersthelferzeitfenster uns einbringen. Und wo können wir uns einbringen? Natürlich nicht hinten, wo die Profis arbeiten. Wir bringen uns vorn ein, vorn in den ersten 2, 3 Minuten. Die
auch vollkommen ausreichend bei den Erwachsenen mit der Basisreanimation, prüfen, rufen, drücken, kann man auch das Beatmen da weglassen, habt ihr gehört vom Dr. Genswürger, hat es ja genau geschildert. Wir sagen auch nicht, wird oft gefragt, ja was, kann man das Beatmen ganz weglassen, also Sauerstoff ist nicht überbewertet. Harald, ihr ist gerade nebendran, unser Notarzt hier, ihr beatmet ja in der Klinik auch, du machst ja regelmäßig Narkosen und ich gehe davon aus, die geben auch Sauerstoff und trotzdem wird er mir hier beipflichten und sagen, das ist richtig. Wir gehen ja auch nicht bei schönem Wetter raus und stellen uns in die Sonne und machen Photosynthese, weil wir sagen, Stuttgart ist so schlechte Luft, das ist besser nicht zu atmen. Machen wir ja nicht. Aber ich kann die ersten paar Minuten beim gängigen Kreislaufstillstand beim Erwachsenen auch davon ausgehen, dass wir noch Restsauerstoff im Körper haben, nur nicht da, wo ich ihn dringend brauche, nämlich im Gehirn. Und wenn das Herz nicht schlägt, und so kann man das jedem Kind einfach beibringen, wenn das Herz nicht schlägt, dann muss ich halt drauf rumdrücken und den Restsauerstoff dahin pumpen, wo ich ihn ganz dringend brauche. Und das ist nun mal im Gehirn. Wir haben hier nochmal eine Folie, das sind die kritischen 10 Minuten nochmal drin, bei denen wir die Profis unterstützen können. Time is brain, nicht nur beim Apoplex, time is brain auch hier. Also hier geht es wirklich um Zeit, um jede Minute. Der daneben dran steht, muss loslegen. Das heißt, in diesem Bereich findet sich Löwen retten Leben wieder. Wir haben auch gesagt, wir wollen dem nichtstuenden Kampf ansagen und wir wollen eine Landesinitiative starten. Landesinitiative heißt eben, nicht Landesprojekt, wir haben es ganz bewusst nicht Landesprojekt genannt, weil jeder, der mit Projekten arbeitet, weiß, dass Projekte meistens zeitlich begrenzt sind. Wir haben eine Projektidee, wir hatten wir eine Projektskizze, einen Projektplan, eine Projektdurchführung, eine Projektevaluation und dann zum Schluss im Regelfall eine Projektbeendung. Und das wollten wir nicht. Ich mache ja auch kein Matheprojekt in der Schule oder Englischprojekt und sage dann, jetzt machen wir gar kein Mathe mehr, haben wir jetzt ein Jahr lang gemacht, das reicht vollkommen aus. Nein, machen wir ja auch nicht. Wir wollen das unterstreichen mit einer Wichtigkeit und haben gesagt, das ist eine Landesinitiative und soll nicht abbrechen. Wir wollen das einführen und am Laufen halten. Dazu haben wir auch Schirmherrn gewonnen und für uns war ganz wichtig, dass wir das Kultusministerium gewinnen. Ihr seht hier auf der linken Seite die Frau Dr. Eisenmann, unsere Kultusministerin, die auch gleichzeitig unsere Schirmherrin ist für Löwen retten Leben in Baden-Württemberg, macht Schule. Um was geht es? Es geht um Leben retten und um möglichst kinderleichtes Leben retten. Es geht hier nur um Prüfen, Rufen, Drücken in der Anfangsphase. Und das können wir Schülern so schnell im Regelunterricht beibringen, dass wir eben uns entschieden haben, Löwen retten Leben zu entwickeln. Ich möchte mal ein klein bisschen auf die Entwicklung eingehen, weil wir vor 5 Jahren damit gestartet sind. Das passt auch ganz gut hier zum Jubiläum. 5 Jahre ist für uns auch ein schöner Rückblick. Was braucht man, um das nachhaltig einzuführen? Und vielleicht hören hier auch ein paar Gäste mit aus anderen Bundesländern. Hier wollen wir zum Ausdruck bringen, dass in vielen Bundesländern da auch schon ähnliche Projekte und Initiativen laufen. Ich werde auch oft angesprochen, warum es dort nicht unbedingt nachhaltig läuft. Ich denke und hoffe, dass ich mit dieser Präsentation diese Frage beantworten kann. Es geht nicht nur darum, dass wir die Menschen qualifizieren, sondern wir müssen sie auch so qualifizieren, dass sie das Gefühl haben, das ist auch umsetzbar. Wir haben in Baden-Württemberg keine Lehrer auf der Straße stehen, die einfach sagen, was könnte ich mal mit den Schülern machen, ich habe eh keine Zeit. Nein, wir haben eigentlich viel zu wenige. Und dann müssen wir ein Programm entwickeln, das eine Schule umsetzen kann, die sagt, ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit, ich habe keine Ressourcen und ich weiß jetzt schon nicht, wie ich mit dem ganzen Stoff durchkommen soll. Und das sagen wir auch zu den Lehrkräften, genau, das ist ein Programm für Schulen, die kein Geld haben, keine Zeit, keine Ressourcen und jetzt schon nicht wissen, wie sie mit dem Programm überhaupt durchkommen sollen. Wir haben das angepasst an den Bildungsplan von uns und haben gesagt, wir wollen die Lehrkräfte qualifizieren. Wie sieht die Qualifizierung aus? Hier nur ganz grob. Wir haben links die Schülerbasisqualifikation der LRL Herzensretter. Das entspricht auch Herzensretter Bronze. Es geht nur um die Basisreanimation, prüfen, rufen, drücken. Wir haben den Trainer, der das mit den Schülern trainiert. Bei 1600 Schulen können wir unmöglich ständig Profis da reinschicken. Das ist auch nicht nötig. Wir können Lehrkräfte so weit qualifizieren, dass sie das für uns im Regelunterricht machen. In dem Unterricht, den der ohnehin zur Verfügung steht und mit der Leitperspektive Prävention, Gesundheitsförderung bei uns im Bildungsplan Baden-Württemberg ist das auch unkompliziert möglich. Wie werden diese Trainer ausgebildet? Dafür haben wir Basic-Instruktoren und diese Basic-Instruktoren
die trainieren die Trainer. Damit es auf Landesebene funktioniert, haben wir natürlich einen Instructor Trainer und eine Landeskoordination, und das rechte, dieser rechte Bereich, der fehlt in den meisten anderen Bundesländern, und deshalb sind das oftmals leider nur Strohfeuer, dass da schöne Aktionen gestartet sind und es wieder ein bisschen versiegt ist. Das ist sehr, sehr schade, weil es nur mit diesen Säulen, die ich hier zeigen werde, meiner Ansicht nach funktioniert, nachhaltig einzusetzen. Auf der linken Seite sehen wir mal einen Schulungsverlauf, den ich entwickelt habe für Löwenreden Leben. Zweistündige Fortbildungsveranstaltungen. Links sind nur die Farben interessant, deshalb gehen wir gleich mit dem Blick nach rechts. Wir sehen Organisation von der ganzen Veranstaltung leicht oben, dann ein bisschen Theorie, Praxis und didaktische Umsetzung im schulischen Alltag. Wir sehen von diesen 2 Stunden Fortbildung für die Lehrkräfte, damit sie das an die Schüler weitervermitteln können, ist der größte Teil Praxis oder didaktische Umsetzung. Und ganz wenig Theorie. Von 2 Stunden nur 15 Minuten Theorie, das reicht vollkommen aus. Mehr muss man nicht wissen, um die Schüler da zu unterrichten. Wir haben Lehrkräfte geschult. Ich möchte mal ein Bild zeigen hier aus Freiburg. Da haben wir in einer Sporthalle Lehrkräfte geschult, haben denen auch die Praxis beigebracht. Dann haben wir die zweite Säule. Wir dürfen die Leute nicht nur qualifizieren, sondern wir müssen auch Material zur Verfügung stellen oder wenigstens sagen, mit welchem Material sie gut arbeiten können. Ich will da keine Werbung machen für irgendeine Firma. Mittlerweile gibt es sehr viele Hersteller, die gutes Material da entwickelt haben. Wir haben zur damaligen Zeit vor 5,5 Jahren uns für die Mini N Plus entschieden, weil sie wenig Platz wegnimmt und weil sie kostengünstig war. Wie gesagt, gibt heute ähnliches Material, das genauso gut ist, hängt nicht am Material. Das ist die Mini N Plus, einmal ein Übungsmodell mit dem Torso, bei dem man prüfen, rufen, drücken durchspielen kann. Das hier sieht man mal, sieht es aus, wenn jemand diesen Torso in der Hand hält. Dahinter eine Tasche, und in diese Tasche passen 15 dieser Modelle rein. Diese Tasche müsste eigentlich noch Platz haben in jeder Lehrmittelsammlung einer Schule. Ich möchte eigentlich hier erwähnen, eine Lehrmittelsammlung, die sich leisten kann, ausgestopfte Tiere irgendwo reinzustellen, die sollte auch noch Platz haben, um eine Tasche für die Reanimation irgendwo unterzubringen, und das ist gut machbar. Wir sagen auch, nicht nur ein Übungsmodell, das braucht schon mehrere Übungsmodelle. Ich brauche kein ADHS haben, um auffällig zu werden, wenn ich 20 Kinder oder 30 an einem Übungsmodell anstehen lasse, wie so vielleicht auch mal im Sportunterricht. Und das heißt, mindestens 2 Kinder müssen ein Übungsmodell zur Verfügung haben. Wir haben auch noch eine dritte Säule, die wird ganz, ganz oft vernachlässigt. Und diese dritte Säule, die wackelt bei den meisten, auch bei den meisten Bundesländern. Da geht es um die Koordination. Das Ganze muss entwickelt werden, muss koordiniert werden. Wir haben Lehrkräfte, die begeistert sind von dem Programm. Und wir wissen, dass wenn sie nach Hause kommen, dass sie von ihrem Alltag eingeholt werden. Da muss sich jemand drum kümmern, muss mal schauen, ist das Material gut, kann das umgesetzt werden, muss es nachgebessert werden. Das braucht eine Betreuung und das braucht eine Koordination, und das haben wir gesagt, mit diesen 3 Säulen wollen wir arbeiten. Wir haben dann Baden-Württemberg aufgeteilt in 50 Regionen. Ihr seht hier, wo diese Regionen sind. Das orientiert sich oft an Landkreisen, hier speziell an DRK-Landesverbänden, an Kreisverbänden der 2 Landesverbände in Baden-Württemberg. Und dann sind wir hergegangen in der Implementierungsphase. Auf der linken Seite sieht man, wir haben das strukturiert aufgebaut. Wir haben 1 Jahr Planungsphase gehabt, 1,5 Jahre Implementierungsphase, 2,5 Jahre Konsolidierungsphase und sind jetzt an dem Punkt, wo wir gesagt haben, das kann jetzt einfach in die Fläche gehen. Wir haben uns hier überlegt, welche Zuständigkeiten der Landesverbände, der Kreisverbände, der befreundeten Hilfsorganisationen, der Notärzte, der Regierungspräsidium, der Schulämter. Also wir haben das wirklich im Detail durchgeplant, haben das verteilt auf Baden-Württemberg und haben das hier alles abgefespert. Ich habe die ersten 100, 150 Veranstaltungen auch selbst gemacht, um zu erleben, wo die Fehler sind. Wir haben es ja entwickelt, und wer es entwickelt, wird nicht zugeben, dass es auch Fehler gibt. Aber man bekommt die im Bereich der Selbstevaluation dann automatisch mit. Wir haben mittlerweile die 13. Version, haben einige Sachen angepasst, sodass wir denken, das Programm müsste stimmen. Wo sind wir heute? Heute sind wir hier. Der Stand November 2020 für Baden-Württemberg. Wir haben 3000 LRL-Trainer.
geschult als Lehrkräfte in Baden-Württemberg verteilt. Ihr seht hier ein paar Punkte, da gibt es unterschiedliche Farben. Das symbolisiert, dass wir alle Schularten mit im Programm haben. Die sind hier wunderbar verteilt. Wir haben 300 LRL-Instruktoren, Lehrkräfte, die wieder als Train the Trainer das weitergeben können an die anderen Lehrkräfte. Wir haben bereits 1200 qualifizierte Schulen, die danach arbeiten. Wir haben 1600 Schulen mit Material ausgestattet in Baden-Württemberg. Da nochmal ein herzliches Dankeschön an diese Menschen, die mit dazu beigetragen haben, dass wir das machen konnten, weil da 1,5 Millionen Euro investiert werden mussten. Das ist sehr gut investiertes Geld, bin ich der Meinung, weil wir damit auch schon Leben gerettet haben. Wir haben mittlerweile schon Rückmeldungen von Lehrkräften, die uns gesagt haben, dass Schüler erfolgreich wiederbelebt haben, die sie ausgebildet haben, die wir qualifiziert haben vor ein paar Jahren. Und wenn es nur eine Person wäre, die hier erfolgreich wiederbelebt wird, dann wäre schon gerechtfertigt, dass wir das ganze Programm implementiert haben. Wir haben das Programm erweitert und das muss keinen erschlagen. Dieses Programm erkläre ich in den Instruktorenschulungen. Auf der rechten Seite gibt es immer wieder Menschen, die bei uns mitmachen, die höher qualifiziert sind als jemand, der nur die Basisreanimation vermitteln kann. Die sagen, wir haben ein AED vor der Schule, wir wollen da auch noch eingewiesen werden. Menschen, die auch noch Elemente der Basisreanimation, der erweiterten Basisreanimation vermitteln können, wie Frühdefibrillation oder Beatmung, die rutschen dann bei uns gleich in diesen Advanced Instructor Bereich rein. Wir haben auch Co-Trainer entwickelt, Schülermentoren speziell für Löwen retten Leben. Wir haben Masterinstruktorenprogramme entwickelt. Ich möchte aber dazu sagen, die rechte Seite, die man jetzt hier ergänzt sieht, das sind vielleicht 5% von dem ganzen Programm. Uns geht es in erster Linie darum, dass wir diese Menschen qualifizieren, die direkt daneben stehen und loslegen und nichts anderes dabei haben als zwei Hände und mit denen gleich losdrücken können. Wir waren auch mit Schülern und Lehrern bei verschiedenen Kongressen, bei verschiedenen Auftritten. Wir haben hier den EAC und GAC Kongress 2017. Da sind wir mit 100 Schülern angetanzt, die wir qualifiziert haben, mit 30 Lehrkräften, die die Schüler qualifiziert haben. Die haben all ihre Taschen mitgebracht. Das sah sehr eindrücklich aus bei dieser Veranstaltung. Wir wurden auch angefragt, beim ZDF da eine kleine Reportage zu machen bei Volle Kanne. Haben darüber berichtet, auf dem Schlossplatz, beim SWR-Fernsehen. Also wir haben es nicht geheim gehalten, was wir hier machen. Und bin auch froh, dass wir diese Plattform hier kriegen. Harald, vielen herzlichen Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst, das nochmal in dieser Runde auch weiterzugeben. Wir wurden nicht nur aufgrund des BGH-Urteils, das viele kennen, darauf angesprochen, dass man hier was machen kann. Wir haben zu Beginn einen Überraschungsgast gehört, unseren Innenminister, Herrn Strobel, der ja auch für die Sicherheit in Baden-Württemberg zuständig ist. Es war uns auch wichtig, dass wir auch Herrn Strobel informieren. Ihr seht hier, dass wir ganz nah am Herrn Strobel stehen. Das war bei einem Helferempfang in Stuttgart. Und ich will alle beruhigen, die jetzt gleich in den Chat reinschreiben, wie können die ohne Maske da stehen und unseren Innenminister anstecken. Nein, das war noch zu Nicht-Corona-Zeiten, das würden wir jetzt anders machen. Aber das zeigt, dass wir relativ früh auch schon in die Politik gegangen sind, um da zu zeigen, was wir machen, was die Schüler machen und dass sie mit dazu beitragen, für die Sicherheit in Baden-Württemberg zu sorgen. Das sind alles Schüler und Lehrkräfte, die das Programm in Baden-Württemberg umsetzen. Und wir haben ganz bewusst hier nicht nur Gymnasiasten mitgenommen, wir haben hier Schüler mitgenommen aus den verschiedensten Schularten und wollten damit auch zeigen, dass es vollkommen unabhängig ist, ob man auf einer Werkrealschule, Realschule, Gymnasium, Berufsschule als Schüler ist. Das kann jeder lernen, prüfen, rufen, drücken. Wir haben uns auch organisiert im Nationalen Aktionsbündnis Wiederbelebung, das bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Köln. Auch mit denen arbeiten wir eng zusammen. Und es war uns wichtig, dass auch über den Tellerrand hinaus gehört wird, was wir hier in Baden-Württemberg machen. Wir behalten das auch nicht für uns. Es gibt andere Bundesländer, die bereits an dem Programm auch Interesse haben. Auch die unterstützen wir gerne dabei. Wir verstecken das nicht. Wenn wir in andere Bundesländer fahren, bin ich auch froh, wenn ich dort von einem Schüler reanimiert werde, der
nach dem Programm geschult wurde, das wir entwickelt haben. Wiederbelebung ist kinderleicht. Hier ein Bild von den Bad Boller Reanimationsgesprächen und Notfallgesprächen, bei dem das auch immer Thema ist. Wir schauen, dass wir auch bei diesen Gremien vertreten sind. Ich freue mich auch, dass wir einen regen Austausch haben mit unseren Profis, mit den Profis, die hier in den Kliniken arbeiten, im Rettungsdienst arbeiten, als Notärzte unterwegs sind. Ihr als First Responder, dass ihr jetzt auch wisst, was ist Löwen retten Leben, dass ihr ein bisschen Auskunft geben könnt. Der eine oder andere wird vielleicht angesprochen werden, ja, gibt es das bei mir an der Schule auch, an der Schule meines Kindes. Wir haben jede weiterführende Schule in Baden-Württemberg bis Ende 2018 mit Material ausgestattet. Das heißt, das muss irgendwo rumliegen. Wer sagt, er weiß nicht, wo es ist, darf sich gern bei mir melden. Ich kann ihm dann nicht sagen, wo er es verloren hat, aber ich kann ihm sagen, wann er beliefert wurde und dass er beliefert wurde. Das haben wir noch notiert. Wir haben das als Einstiegsgeschenk gemacht und ich bin wirklich froh, dass das auch Menschen mitfinanziert haben, die es hätten nicht machen müssen. Wir wissen, in der Schule ist alles aufgeteilt. Ein Teil ist verantwortlich für das Personal, der andere Teil ist verantwortlich für die Sachkosten. Und wir hatten hier ganz hervorragende Menschen am Tisch, die nicht gesagt haben, ich bin nicht dafür verantwortlich, kommt aus dem anderen Topf. Da haben wir gesagt, wenn wir das nicht investieren, dann glauben wir nicht, dass es in dieser Schnelle gehen kann. Und wenn wir sehen in der Statistik, was wir heute erreicht haben mit diesem Programm, dann gibt es sicherlich viele Lehrkräfte, die nochmal daran erinnert werden müssen, dass sie da ein bisschen was tun können, dass wir vielleicht nachsteuern, warum haben die noch nicht angefangen. Aber wir haben viele, die angefangen haben und wir haben grob überschlagen, wenn jede Lehrkraft, die wir bis jetzt qualifiziert haben, allein in Baden-Württemberg eine Klasse geschult hat, dann kommen wir auf 100.000 Schülerinnen und Schüler, die bereits in der vereinfachten Wiederbelebung geschult wurden. Und es ist uns wichtig, dass sie nicht nur einmal geschult werden, weil keine Institution weiß besser als die Schule, dass man durch Wiederholung das Gelernte festigt und wir möchten, dass das regelmäßig wiederholt wird. Wir haben das Programm so entwickelt, dass man es in der Schulklasse in einer Dreiviertelstunde gut beim ersten Mal abhandeln kann, durchführen kann. Beim zweiten Mal braucht man gar nicht mehr so viel Zeit, weil man kann die Theorie nahezu weglassen. Das geht gleich in die Praxis. Man muss auch nicht mehr erklären, wie man mit dem Material umgeht. Das haben die Kinder dann auch schon verstanden. Man kann relativ schnell einsteigen, wiederholen. Und wir haben auch Rückmeldungen von Schulen, die mir gesagt haben, sie haben es geschafft, all ihre Vertretungsstunden dazu zu nutzen, um Wiederbelebung durchzuführen. Also haben gar keine Extrastunde für genommen, sondern die Vertretungsstunden, das ist natürlich ganz klasse. Es gibt meiner Ansicht nach keine sinnvollere Vertretungsstunde als Löwen retten Leben. Da ist man auch ganz schnell vorbereitet, will ich jedem Lehrer und jeder Lehrerin, die hier vielleicht am Bildschirm zuhört, will ich das empfehlen. Also wenn ihr mal ein Programm wollt, mit dem ihr jederzeit vorbereitet seid, dann nehmt Löwen retten Leben. Da habt ihr das Material an der Schule und könnt in die Klasse gehen. Wissen die Kinder im Regelfall schon, was los ist. Ihr habt ein bisschen was Handlungsorientiertes. Ihr wisst das, Vertretungsstunde, Freitag, 6. Stunde, da ist der Dampf raus. Da was Theoretisches zu machen, das dürfte kein Profi einfallen. Wer hier ein bisschen auf der Platte ist, nimmt die Tasche mit und macht mit denen prüfen, rufen, drücken. Ich wollte in Kurzform das die Landesinitiative Löwen retten Leben hier vorstellen, weil ich denke, dass das hier seine Berechtigung hat, dass wir noch einen Schritt vor den First Respondern sind, weil wir diese Menschen qualifizieren, die eben direkt daneben stehen. Und das sind die Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und ich denke, die können noch mit dazu beitragen, dass die Profis dann am Ende noch mehr Chancen haben. Dass der eine oder andere vielleicht beim Essen Hunger bekommt, das wissen wir alle. Und der eine oder andere, der mit Löwen retten Leben infiziert wird, entscheidet sich auch in den Schulsanitätsdienst zu gehen. Der merkt, er hat hier vielleicht ein Faible dafür. Der eine oder andere, der im Schulsanitätsdienst ist, merkt vielleicht, wow, First Responder, da hätte ich Lust, da mache ich auch mit. Der eine oder andere als First Responder sagt vielleicht, ich hätte Lust, in der Bereitschaft irgendwo mitzumachen. Der eine oder andere will vielleicht Notfallsanitäter werden. Der eine oder andere studiert Medizin, wird Notarzt und arbeitet in der Klinik. Wir haben hier die Möglichkeit, uns um die Begabungen zu kümmern,
die Menschen haben und nicht um die Defizite. Wir interessieren uns hier in der Schule für deine Stärken. Und wenn jemand Lust hat, Leben zu retten und nicht nur Mathe, Deutsch, Englisch zu lernen, dann ist er bei uns herzlich willkommen. Löwen retten Leben. Ich habe meinen Vortrag soweit durch und stehe für Fragen zur Verfügung. Wenn keine Fragen kommen, dann hätte ich noch ein paar Sachen, die ich hier anmerken kann. Aber ich möchte auch Raum geben für Fragen. Ich sehe im Chat, steht ein klein bisschen was. Da stehen längere Texte. Das möchte ich mal kurz durchlesen und dann versuche ich, die Fragen zu beantworten. Du musst sie vorlesen, weil unsere Teilnehmer sehen die Fragen nicht. Ich werde vorlesen, weil ihr sie nicht seht. Hallo Jovin, ist auch meine Meinung, dass das teilweise bei den Schulen in den Hintergrund getreten ist. Ich komme auf dich zu, damit wir die Wiederbelebung in unserer Region sozusagen wiederbeleben. Ganz klar, ich bin erreichbar, du hast meine Adresse und mache ich gerne. Dann haben wir LAL-Übungsgeräte-Puppen sind von schlechter Qualität. Circa 50% der an unserer Schule eingesetzten sind jetzt schon beschädigt. Bitte veranlasst neue Übungsgeräte. Da möchte ich dazu sagen, dass es tatsächlich eine Charge gab, die hatte undichte Stellen am Hals, wenn die dann geknickt wurden, die Modelle. Ich will das mal ganz kurz hier vorführen. Dann war das so, dass die undicht werden konnten an einer Stelle. Das haben wir mitbekommen. Deshalb habe ich für alle Trainer auf dem internen Bereich ihrer Seite, die jedem Trainer bekannt sein müsste, wenn nicht, nochmal kurz per E-Mail an mich wenden, habe ich mitgeteilt, dass man sich direkt an die Firma, die diese hier herstellt, Firma Lerdal, dass man sich an die wenden kann in München-Puchheim und die das als Garantiefall austauschen. Wenn man sie natürlich irgendwo in Nadeln reingelegt hat, das gibt es halt auch mal, gell? Wenn ich als Trainer in so einen Raum komme, in eine Schule, ist das Erste, was ich mache, ich scanne den ganzen Raum ab und wenn ich am Rand hier sehe ich auch eine Pinnwand mit Nadeln sehe, dann kann ich davon ausgehen, dass in der Schule hundertprozentig einer auf dem Boden liegt und wir kennen Murphys Gesetz, wenn keiner beim Suchen diese Nadel oder diese Pinnnadel findet, dieses Modell findet diese Nadel, dann ist ein Loch drin. Das wird natürlich nicht ersetzt, das muss die Schule dann selbst machen. Ich möchte auch dazu sagen, weil ich oft angesprochen werde, ob es Ersatzlieferungen gibt. Das war ein Geschenk für die Schulen, um den Anschub zu finanzieren. Das muss nicht nochmal als Geschenk raus, weil jede Schule tatsächlich auch einen Vermögens- und Verwaltungshaushalt hat. Es werden ja auch Bücher gekauft und Klaviere. Die werden auch nicht verschenkt. Als ich Schulleiter war, habe ich auch gemerkt, dass ich tatsächlich Geld zur Verfügung habe, das halt sinnvoll einsetzen muss. Es sind Gelder da, das darf auch dafür eingesetzt werden, um solches Material anzuschaffen. Man darf auch anderes Material kaufen. Wir geben gerne Empfehlungen, wenn wir angeschrieben werden, um welches Material es sich vielleicht handeln könnte, was Sinn macht an der Schule und was vielleicht weniger Sinn macht. Aber diese Modelle, die hatten hier mal so eine kleine Schwachstelle, da gab es nur eine Charge von und da dürft ihr euch direkt an die Firma wenden. Da wurde uns gesagt, dass die relativ kulant sind und das dann eigentlich auch austauschen. Dann steht hier noch, für ca. 1000 Schüler ist eine Lehrkraft und 15 Geräte nicht ausreichend. Das ist vollkommen richtig, das sehe ich auch so, das ist auch nur der Anfang. Unser Anliegen ist es eigentlich, dass der größte Teil an der Schule das unterrichten darf und kann. Da kann man auch eigentlich nahezu jeden, der ein bisschen Interesse hat, das zu unterrichten, dazu qualifizieren. Uns war es aber immer wichtig, dass wir Lehrkräfte dafür begeistern, die das freiwillig machen. Also A, haben wir beim Roten Kreuz die Freiwilligkeit oben anstehen als Grundsatz und ich möchte nicht, dass irgendjemand Prüfen rufen drücken in der Schule unterrichtet, der zu den Kindern in den Unterricht geht und sagt, so, guten Morgen, liebe Kinder, heute machen wir mal Wiederbelebung, das macht euch bestimmt genauso viel Spaß wie mir und keine Angst, ist auch bald vorbei und dann machen wir wieder ganz normalen Unterricht, dann gibt es wieder Mathe, da freut ihr euch bestimmt noch mehr drauf. Aber es muss halt sein, muss halt auch mal sein, ein bisschen rumdrücken. Also die wollen wir nicht. Wir wollen die Lehrkräfte haben, die sich dafür begeistern und wir haben gesagt, wenn wir
wenn wir in den 5 Jahren nicht genügend Lehrkräfte finden, die sich dafür begeistern, dann überlegen wir, ob man es als Pflichtfach einführt oder nicht. Schön wäre es natürlich, wenn es richtig in die Fläche geht. Aber mir war persönlich viel wichtiger, dass wir den Lehrkräften, die Lust haben, das umzusetzen, auch im Regelunterricht, dass wir schauen, dass denen keine Balken in den Weg gelegt werden, dass keiner herkommt und sagt, aber der drückt sich im wahrsten Sinne des Wortes um den Regelunterricht. Der macht in Mathe oder in Deutsch, macht er auf einmal Wiederbelebung anstatt Mathe oder Deutsch. Da wollten wir, dass wir die Möglichkeit finden, dass man das auch so machen kann. Und ich kann dazu sagen, keine Angst, wer das in Mathe oder Deutsch macht, der kann das. Weil ich habe vorhin mal kurz erwähnt, wir haben den Bildungsplan bei uns in allen Schularten drinstehen. Prävention und Gesundheitsförderung muss integrativ stattfinden, in jedem Fach eigentlich. Mit Wiederbelebung ist das eindeutig ein Teil davon abgedeckt. Mit Wiederbelebung ist das eindeutig erlaubt. Kein vernünftiger Lehrer würde hergehen und alle Wochenstunden in Deutsch und Mathe nur damit füllen, dass er Prüfen, Rufen, Drücken macht. Da würde er bestimmt auch noch ein bisschen Deutsch, Englisch und Mathe machen, da bin ich davon überzeugt. Aber wenn er das ein- oder zweimal im Jahr macht, dann wird sich keiner beschweren. Es beschwert sich auch keiner, wenn er ein- oder zweimal im Jahr Mandalas anmalen lässt. Und da kommt auch keiner ins Gefängnis in Baden-Württemberg. Und sollte mal einer reinkommen, dann kennen wir den Innenminister, dann gibt uns Bescheid, den holen wir persönlich raus. Und der Harald ist sicher auch mit dabei. Kommen wir im Notarztwagen angefahren und befreien euch. Wir möchten freiwillig die Leute dafür begeistern, möchten, dass wir aber in die Fläche kommen. Und das ist schon richtig. 15 Modelle für eine große Schule ist dann vielleicht zu wenig. Ich wurde auch von vielen Schulleitern schon angefragt, ja, da hat eigentlich jede weiterführende Schule 15 Modelle gekriegt. Dann habe ich gesagt, ja, aber wir sind eine ganz große weiterführende Schule. Und dann habe ich gesagt, das ist auch richtig. Und dafür hat eine große weiterführende Schule auch große Töpfe, in denen großes Geld drin liegt und die viel schneller mal und viel einfacher auch solche Materialien einkaufen können. Von welchen Beträgen sprechen wir da? Das sind Beträge von so einem Klassensatz von 600 Euro. Also wer das nicht investieren kann als Schule, den wird es als Schule auch nicht mehr lange geben, weil der kann prinzipiell nicht mit dem Haushalt umgehen. Da werden oftmals, wird Literatur, da werden andere Sachen eingekauft, die dann rumstehen. Ihr habt das gesehen, Lehrmittelsammlung, da stehen Dinge, die kosten weit mehr, die stehen nur rum. Und da würde ich empfehlen, tauscht es aus, kauft euch Unterrichtsmaterial für Löwen retten Leben. Wir haben auch festgestellt, und das ist richtig, dass dann ein oder zwei Lehrkräfte zu wenig ist. Und das ist zu wenig, wenn wir das längere Zeit schon eingeführt haben. Das ist richtig. Und deshalb haben wir gesagt, möchten wir, dass die Lehrkräfte, die das schon lange gemacht haben an der Schule, die Erfahrung gesammelt haben, die möchten wir weiter qualifizieren als Basic-Instruktoren, damit die das wieder an ihre Lehrkräfte weitergeben können mit einer zweistündigen Fortbildung, vielleicht schulinterne Fortbildung. Und somit geht das noch mehr in die Fläche. Da können sich alle Trainer, alle 3000, die wir bis jetzt haben, einige haben das auch schon gemacht, bei uns zu den Instruktoreneinweisungen anmelden. Die machen wir online, da muss keiner nach Stuttgart fahren oder nach Freiburg, Ulm, Mannheim, sonst irgendwo hin. Die mache ich zweimal im Monat online, das geht eine Dreiviertelstunde. Da geht es um formale Einweisungen, mit welchem Material arbeiten wir, worauf müsst ihr achten. Es ist uns wichtig, dass wir das so machen, dass nicht jeder Trainer, der auch fachlich vollkommen dafür geeignet ist, da sind wir uns einig. Da haben wir viele, die früher im Rettungsdienst gearbeitet haben, die waren Zivi, FSJler, Rettungssanitäter, Intensivkrankenschwester, sonst was. Die können das fachlich wunderbar weitergeben. Nur bleibt das dann komplett ungemessen. Und wir wissen, alles, was wir verbessern wollen, müssen wir auch messen können. Wir müssen nicht nur aus dem Bauch rausreden. Wir sind, glaube ich, das einzige Bundesland, die auf die Lehrkraft genau nachweisen können, wie viele Lehrkräfte ausgebildet sind, wie viele qualifiziert sind, wie viele Train-to-Retrainer wir haben und nach welchem Programm die eigentlich arbeiten sollten. Und das macht das Ganze auch aus. Ihr habt gesehen, von den drei Säulen, Ausbildung, Material, Koordination, gehört das eben massiv dazu, dass wir den Überblick bewahren, wer macht was und wer arbeitet nach welchem Prinzip. Und wenn wir das komplett freigeben würden, komplett, dann
könnten wir das nicht mehr messen, dann wäre das schön, dann könnten wir sagen, wir haben in Baden-Württemberg viele Lehrer ausgebildet. Das sagen auch viele Bundesländer zu uns. Wenn wir auf Bundesebene Besprechungen haben und jedes Bundesland vorstellt, was sie da machen, dann haben wir viele, die zu mir sagen, wenn ich sage, was macht ihr alles? Ja, wir machen das und das. Und wie viele habt ihr qualifiziert? Ja, viele. Und der, ja, wie viele sind viele? Ja, fast alle. Ja, wie viele sind fast alle? Und dann kommen keine Zahlen. Und da muss ich sagen, nicht nur Schüler machen ihre Hausaufgaben nicht, auch wir Lehrer machen unsere Hausaufgaben nicht, wenn sie nicht kontrolliert werden. Wenn ich irgendjemand ab und zu vielleicht doch mal ein bisschen danach fragt und wenn es nur einmal im Jahr ist, vielleicht einen Impuls gibt, man muss da dranbleiben. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir in dem System arbeiten. Wenn jemand von unseren Trainern hergeht oder Instruktoren sagt, Mensch, ich habe, das ist jetzt nicht mein Ding, Löwenrettenleben, ich würde das lieber so machen, dann bitte nicht einfach so machen, sondern an uns die Ideen weitergeben und wir setzen uns mit einem Expertengremium zusammen, wir setzen uns mit den Notärzten, Pädagogen zusammen und schauen, stimmt das, hat er recht? Und wenn, dann möchten wir nicht nur, dass die Person nach dem Modell weiterarbeitet, dann wollen wir, dass die 3000 danach weiterarbeiten und deshalb ist uns das ganz wichtig. Und wenn wir aber dann sagen, nee, das ist vielleicht für dich gut, aber nicht für 3000, dann würden wir das auch begründen. Ich möchte dazu sagen, dass wir auch schon einiges geändert haben. Wir haben begonnen mit der Version 1 und sind mittlerweile bei der Version 12. Und demnächst wird die Version 13 kommen, weil wir ein bisschen adaptiert haben, das System auch an die Corona-Lage, auch einen Teil im Bereich Blended Learning ab nächstem Jahr machen. Und all das passen wir an, all das benötigt die Koordination und all das wird dazu führen, dass wir eben in Zukunft nicht nur ein oder zwei Trainer an der Schule haben, sondern deutlich mehr. Uns wäre recht, wenn es nahezu, also nicht alle machen, das wäre bestimmt nicht richtig, weil wir haben ja gesagt, wir wollen nicht, dass das jemand unterrichtet, der den Kindern vermittelt, das macht gar keinen Spaß. Wir wollen, dass die es machen, die auch wirklich Lust drauf haben. Wir haben ein kleines technisches Problem, du bist zu hören, aber nicht mehr zu sehen. Ah ja, das ist ja nicht schlimm. Ich wurde hier noch gefragt, ich lese nochmal die Frage schnell durch. Den Schulen fehlt es an Geld für die Ausrüstung im Mosbacher Gymnasium. Tauschen Schulsanitäter ihre gebrauchten T-Shirts. Agathe hilft bei Veranstaltungen untereinander aus. Ja, auch hier, also wir haben, da möchte ich gerne verweisen an die Koordinationskräfte in den DRK-Kreisverbänden. Da haben wir spezielle Koordinationskräfte, die können da auch tatkräftige Tipps geben, wie man an bestimmte Materialien rankommen kann. Schulsanitätsdienst ist für uns die Königsklasse und wir müssen dazu sagen, dass wir aber nicht an jeder Schule einen Schulsanitätsdienst haben. Das kommt immer mehr. Und als ich mit Schulsanitätsdienst begonnen habe, das war zu einer Zeit, als ich schon froh war, dass Menschen in der Schule und Schulleitungen nicht vom Schulsanitärdienst gesprochen haben, dass die wirklich vom Schulsanitätsdienst sprachen. Und heute ist das ein gängiges Thema. Heute wird niemand mehr sagen, was ist denn Schulsanitätsdienst? Das hat sich etabliert. Genauso hätte ich gerne, dass wir in 5 Jahren nicht mehr sagen, was ist ein Löwenrettenleben. Dass das selbstverständlich ist, dass das dazugehört. Aber hier verweise ich ganz gerne jetzt an die einzelnen Koordinationskräfte. Da kann man sicherlich was machen. Dann steht, warum Löwenrettenleben, wenn es Schulsanis gibt. Das würde ich gerne damit beantworten. Warum First Responder, wenn es Notärzte gibt? Brauche ich keine First Responder. Weil nicht überall Schulsanitäter sind und weil wir genau diese Menschen erreichen wollen, die nicht im Schulsanitätsdienst sind. Also wir gehen davon aus, dass der Schulsanitätsdienst weit mehr macht. Wir haben Kinder und Lehrkräfte, die zu uns sagen, wir haben durch Löwenrettenleben Lust gekriegt, mehr zu machen. Und die Kinder fragen nach, ja, beatmen, können wir das auch noch lernen? Da sagen wir, geh doch in den Schulsanitätsdienst, dann lernst du das noch. Genauso ein First Responder, der sagt, boah, so Thoraxdrainage legen, würde ich auch mal gerne machen. Dann werd doch Notarzt, dann darfst du es auch machen. Ja, und genauso bekommen manche dadurch erst Lust, eine Stufe höher zu gehen. Für uns ist Löwenrettenleben eigentlich Pflicht für alle.
Wir hätten gerne, dass jeder Mensch in Baden-Württemberg und vielleicht auch gern darüber hinaus, dass der mit dieser Basisreanimation infiziert wird, dass der weiß, was er macht, wenn neben ihm einer zusammenbricht, dass der weiß, ich muss nicht sofort wegrennen und irgendwo ein AED suchen, sondern ich habe zwei Hände dabei und ich fange sofort an und ich beauftrage einen, der den holt und sich darum kümmert, dass der die ersten 3 oder 5 Minuten nutzt, bis ihr als First Responder, bis ihr als Rettungsdienst, bis ihr als Notärzte da seid und euch um den Patienten kümmern könnt, damit wir eben nicht 10, 20, 30, 40, 50% der Überlebenswahrscheinlichkeit verspielen, unnötig verspielen. Und ich hoffe, die Frage damit beantwortet zu haben. Löwenrettenleben ist kein Ersatz für Schulsanitätsdienst. Wer Schulsanitätsdienst macht, ist die Königsklasse. Wir werden jetzt denen natürlich empfehlen, nutzt den Schulsanitätsdienst, um vielleicht für Löwenrettenleben auch ein bisschen Werbung zu machen. Nutzt das, dass ihr sagt, wir haben Schüler, die bei uns mitmachen im Schulsanitätsdienst. Das muss nicht jeder. Aber das Basispaket Löwenrettenleben, das sollte wirklich jeder können. Und damit wollen wir in die Fläche gehen. Ich hoffe, das damit beantwortet zu haben. Schulsanitätsdienst Löwenrettenleben kein Ersatz, sondern Schulsanitätsdienst eine sinnvolle Ergänzung. Ich kriege schon ein Signal, dass es bald weitergehen sollte. Bleibt dran, geht nachher nur ganz kurz auf die Toilette. Nachher wird nämlich ein ganz spannendes Thema kommen. Der Dr. Nico Schneider, den habe ich vorhin schon gesprochen, auch ein guter Freund von mir. Die machen extrem tolle Sachen in Heidelberg. Der wird euch spannende Sachen erzählen. Da geht es deutlich über Löwenrettenleben hinaus. Aber ich sage euch jetzt schon, ich habe mich vorhin mit dem Nico unterhalten. Auch er hat mit den tollen Sachen, die er macht, wenn er mit dem Hubschrauber irgendwo rausfliegt, hat er keine Chance, wenn es Löwenrettenleben nicht gibt, wenn es diese einfachen Sachen nicht gibt. Und deshalb bin ich froh, dass wir hier im Schulterschluss, Harald, an einem Strang ziehen. Und euch noch viel Spaß. Wir hoffen, dass wir First Responder weiterhin unterstützen können mit Löwenrettenleben. Bleibt am Ball und ich bin froh, dass ich hier sein durfte. Danke, mach's gut. Tschüss. Guck mal darüber, dann komme ich mal kurz ins Bild. Hier ist der Präsent. Ich denke, was spürbar ist, ist, dass der Jovin das nicht nur als Job macht, sondern mit viel Herzblut und Engagement, wie ja auch so viele andere von euch da draußen. Und ich habe es ja vorhin schon mal kurz angekündigt, unsere Referenten kriegen Odenwälder Präsente. Das hier ist der Deckel von der Odenwälder Schlemmerkiste. Die ist relativ inhaltsreich, die wird dann gleich von 2 Feuerwehrangehörigen zu deinem Fahrzeug gebracht. Einfach nochmal so als kleine Möglichkeit, den Odenwald auch kulinarisch zu genießen. Und das andere ist, die ist wirklich gerade frisch erschienen. Limitierte Auflage, Winterhauch von Café del Mundo. Wir kriegen kein Sponsoring von denen, aber ich finde es einfach toll, was wir hier vor Ort so alles haben. Und unser Partner, die PSNV, möchte dir auch noch eine Kaffeetasse mit auf den Weg bringen. Einfach symbolisch dafür und ich möchte es nochmal würdigen, unsere Referenten nehmen sich die Zeit, verlangen nichts für diese Vorträge, weil sie genauso wie viele andere für die Sache brennen. Und es freut mich immer wieder, so viele Begeisterte, so viele Engagierte treffen zu dürfen, die man dann auch mal zu so einem Vortrag in den Odenwald locken kann. Ich kriege gerade das Signal, dass es Pausezeit ist. Da wurde gerade schon mit Gegenständen geworfen. Nutzt die Pause für Kaffee, für sonstige Dinge. Wie gesagt, wir hätten euch den gerne wieder zur Verfügung gestellt. Das Hartheimer Küchenteam hätte euch gerne wieder Kaffee gekocht. Da wird jetzt gerade noch angeregt, dass man so einen Tag der Helfer, Rettungsdienste zum Anfassen mit Löwenrettenleben an den Schulen machen könnte. Ja, man kann ganz, ganz viele Sachen machen. Man muss es halt tun. Wir sind auch hier zum Beispiel an den Schulen regelmäßig im Rahmen der Woche der Wiederbelebung vor Ort. Es braucht an den Schulen Menschen, die dafür eine gewisse Affinität haben. Ich erinnere mich noch, als wir die gemeinsamen Trainings gemacht haben, Staying Alive, Thoraxkompressionsübungen. Es war klar erkennbar, nicht jeder der Anwesenden ist Musiklehrer, aber sagen wir so, grundsätzlich in Richtung 100, 120 haben wir sie alle gekriegt gemeinsam und deswegen nicht locker lassen an der Thematik. Wir machen jetzt eine kleine Pause für alle Beteiligten und danach geht es weiter. Medical Intervention Car, da wird es mal richtig invasiv und dann kommt noch das Thema, was machen wir eigentlich mit den Angehörigen während der Reanimation. Auch das, denke ich, ist ein wichtiger Aspekt, den wir gerne aufgreifen möchten, wo wir auch Kompetenz hier vor Ort haben im Rahmen unseres PSNV-Teams. Und da freue ich mich auf die zweite Hälfte. Ich freue mich auch sehr über das tolle Feedback, das wir jetzt schon gekriegt haben über alle möglichen Kanäle. Vielen Dank dafür.
Ich hoffe trotzdem, dass wir uns nächstes Jahr wieder live und in Farbe und vor Ort sehen und auch wieder drücken können. Und nochmal der Hinweis, wer eine Teilnahmebescheinigung möchte, der muss sich unter offerta.com/bestätigung mit AE eintragen. Das wird auch immer mal wieder eingeblendet. Bis 12.30 Uhr, danach geht das Ganze offline, weil schon heute Nachmittag werden die Teilnahmebescheinigungen als PDF per E-Mail bei euch eingehen. Achtet deswegen bitte auf die korrekte Schreibweise eurer Mailadresse. Das hilft bei der Zustellung. Also, schöne Pause, bis gleich wieder.